Einen wunderschönen guten Morgen. Heute beginnt einer der stürmischen Tage. Wir haben jetzt zwischen 25 und 35 Knoten. Und ich mache mir jetzt noch einen Kaffee und dann gehe ich aufs Wasser. Yep. Sachen sind fertig gepackt und ich gehe jetzt zum Südstrand und versuche mich da ein bisschen rauszukämpfen. Wir haben es so leicht auflandig. Es wird ein bisschen schwieriger, weil der Wind mich natürlich immer wieder zum Land rüber trägt. Und es ist richtig windig, geilo! Ja, und ich hoffe, ich komme raus und kann ein bisschen loslegen und ein bisschen surfen und ich hoffe, dass auch ein bisschen Welle reinkommt. Aber das müssen wir erstmal abwarten. Es ist auf jeden Fall ganz schön windig. Ich mache das jetzt mal aus, weil ich eh nicht weiß, ob ihr mich versteht. So, den ersten Versuch habe ich gestartet. Ich habe mit dem 2,8er angefangen und das ist ein bisschen wenig, weil es sehr, sehr kabbelig ist. Und jetzt habe ich den 3,5er geholt und probiere das nochmal. Und wenn das klappt, dann nehme ich euch mit aufs Wasser. Es ist aber auch sehr algig, also ich weiß nicht, ob ich tatsächlich hier bleibe oder gleich noch woanders hinfahre. So, keine Chance rauszukommen, es sind einfach viel zu viele Algen im Wasser. Selbst mit dem großen Schirm kriegt man nicht genug Druck, dass man irgendwie hoch genug kommt, dass die Algen nicht am Flügel hängen bleiben. Und deswegen packe ich jetzt zusammen und dann fahren wir zum Pützsee. Juli, wir sind angekommen am Pützsee und sieht gut aus, sieht richtig sexy aus. Und die Jungs sind auch da, winkt mal alle. Einen. Putz! Hallöchen! Es ist super duper windig. Ich fahre eine 2,8er Wing. Ist richtig cool und ja, also Welle läuft nicht so richtig. Aber wir haben auf jeden Fall Spaß und ich hole jetzt die Kamera und dann nehme ich euch mit. Aufräumzeit. Chaos pur. Morgen! Ja, es ist Samstag und heute kommt so ein bisschen Wind. Es wird jetzt die Tage immer ein bisschen mehr, richtig geil. Ich gehe jetzt erstmal mit Nina laufen und danach baue ich mit Malte zusammen einen neuen Stehplatz für mich und hoffe, ich kann heute Abend noch aufs Wasser gehen.
Schauen wir mal, was so wird. Natürlich. Guten Morgen, Nina. Zusammen. Ich bin jetzt am Yachthafen und das ist unsere Pumpstation. Für die, die nicht wissen, was Pumpen ist, seht ihr gleich, keine Sorge. Ja, und ich wollte jetzt gerade noch ein paar Aufkleber drauf klatschen, weil ich habe nämlich als Pumpboard, habe ich mir nämlich ein Board selbst geshaped. Das ist das hier im Hintergrund. Und im Grunde ist es ein Surffoil-Board, heißt also zum Wellen anpaddeln und Wellen Fäulen, und das kann man aber auch ganz gut zum Pumpen nehmen.